ist es denn jetzt? Schreib doch mal bitte in den Chat, ob du mich hörst. Ich weiß, ich werde noch leise sein, aber das kann ich noch korrigieren. Ich will erstmal nur wissen, ob alles soweit läuft oder ob ich zu hören bin. Das ist das Einzige, was mich erstmal interessiert. Wenn das soweit erstmal alles vernünftig läuft, dann kann ich es so lassen. Und nur, dann muss ich nur ein bisschen die Lautstärke raufstellen vom... Ja, wie gesagt, das ist kein Problem. Wie ist es jetzt? Ich teste mal ein bisschen, ich laber ein bisschen Aluahe, Aluahe. Nightflyer ist doof, Nightflyer ist doof. Nein, sorry. War nur ein Witz. Also wenn es jetzt so okay ist, dann kann ich wahrscheinlich dann mal anfangen und dann kann ich auch mal den Ankündigungstrailer für die... Oder zu laut, okay. Und jetzt, wie ist es jetzt? Guter Mittelweg oder ist es jetzt wieder zu leise? La 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 la. Wie ist es jetzt? Hey! La 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 la. Alles klar, und läuft es soweit flüssig? Weil dann kann ich jetzt mal, wie gesagt, das Video raushauen, was ich für YouTube vorbereitet habe, die Ankündigung, dass ich Mass Effect zocke. Weil dann läuft es auch endlich mal stabil und dann kann ich anfangen zu zocken. Das einzig Blöde ist, ich kann leider keine Facecam machen, weil ich halt einfach kein, keine Webcam habe. Vor allen Dingen muss ich dann gleich mal mein Handy ein bisschen anders einstellen, damit der Bildschirm nicht ständig ausgeht, weil sonst... was hast du gesagt? Einstellungen? Und wo finde ich das? Da musst du mir mal helfen, ich habe keine Ahnung, wo ich das finden soll. So, welches von beiden ist denn das jetzt? Die Körnung oder der Motion Blur? Ich habe keine Ahnung. Ne? Sag schon, sag schon, sag schon. Danke. Nein. Gut. Zurück. Nee, wie, ach so, da steht's. Auswahl, speichern und beenden. So. Fein. Gut, jetzt werde ich, wie gesagt, noch mein Handy einstellen. Dass der Bildschirm ein bisschen länger anbleibt. Deswegen sehe ich jetzt auch gerade kurz den Chat nicht, da er sich ja jedes Mal nur einwählen muss. Das ist das Blöde. Wo ist es denn? Anzeige. Leider kann ich das Bildschirm-Timeout irgendwie nicht komplett ausschalten. Zumindest sehe ich nicht wo. Naja, egal. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt der... Wie die Übertragung wurde beendet. Was redet er denn da? Wurde doch gar nicht beendet. Oder etwa doch. Nee, ich bin live. Bist du noch da? Okay, ja, das ist nur auf dem Handy, dass die Übertragung beendet wurde. Ich habe keine Ahnung, warum. Alles klar. Ja, wie gesagt, dann werde ich jetzt nochmal auf YouTube gehen. Macht ja nichts. Hauptsache, es läuft. So. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Mass Effect. Und, und dann geht's, kann ich endlich loslegen hier. Und ein bisschen erzählen. Ich muss noch einem Kumpel ganz kurz Bescheid sagen. Falls er Bock hat einzuschalten.
Lalala. Ah, ich gehe schon mal wieder zurück. Das ist jetzt wieder so ein Problem. Was mache ich da jetzt? So, so müsste ich den Chat sehen können, jederzeit. Jetzt brauche ich noch Ton. Denn ich habe leider das Problem, wenn ich meine PS3 an die Elgato anschließe, kann ich leider nicht mein Headset nutzen. Wenn ich da den Sound aktiviere, dann muss ich normalen Fernsehton nutzen. Deswegen, ich hoffe sehr, dass man das Echo vom Fernseher nicht so sehr hört. Aber das müsst ihr mir dann mal sagen. So, Gott. Wie war das denn jetzt nochmal? Ich habe jetzt schon seit Ewigkeiten kein Mass Effect mehr gespielt. Deswegen, dass das erste Schritte sind, das kann man schon mal. Was sagt denn mein Tagebuch? Citadel, der Fan. Alles klar. Ja, ich muss mich jetzt mal wieder einspielen. Ich habe nur ganz kurz gespielt. Hier, ich muss leider den Fernsehton anmachen, weil ich, wenn ich mit der PS3 streame oder so, kann ich leider nicht mein Headset nutzen, während ich gleichzeitig das über die Elgato laufen lasse. Und deswegen bin ich gezwungen, den Fernsehton laufen zu lassen. Ich hoffe sehr, dass man das Echo nicht hört. Ich kann ja mal kurz einen Test machen und einen Charakter ansprechen. Ein paar meiner Leute waren auf ihrer Pilgerreise hier, aber deren Beschreibung der Bezirke wird ihnen nicht gerecht. Hat man das jetzt doll gehört oder hat man es überhaupt gehört? Ich denke mal schon, ne? Das kommt dann vielleicht doppelt drüber, ich weiß es nicht. Da musst du mir mal aushelfen, Nightflyer. Okay, und ich sage an dieser Stelle natürlich auch schon mal sehr vielen Dank fürs Einschalten. So, ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Das sind noch die offenen Aufträge. Was muss ich da... Tja. Und hier seid ihr eine Übertragung von einer Art biotischer Kommune abgefangen. Die Nachricht scheint prinzipiell recht harmlos zu sein, aber trotzdem stimmt irgendetwas nicht. Was muss ich da? Die Kommune finden. Ich habe keine Ahnung wo. Ich würde mal sagen, ich werde mich erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden. Nee, ich mache mein Spiel einfach weiter. Ich habe jetzt keine Lust, das nochmal neu zu starten. Und im Prinzip, es ist quasi der Anfang. Kennst du Mass Effect, der Nightflyer? Oder nicht? Da muss ich mal kurz auf deine Antwort warten. Jedenfalls, das ist quasi noch der Anfang. Ich habe das Intro gespielt und bin jetzt hier auf dieser... Das ist doch, glaube ich, die Citadel, ne? Und, ja. Jetzt mache ich hier so ein paar Missionen. Genau, also ist nicht der Anfang, aber ziemlich am Anfang. Also, ich habe jetzt vielleicht 2-3 Stunden gespielt. Das ist gar nichts. Also, deswegen. Und selbst wenn nicht, also ich bleibe jetzt dabei. Ich werde jetzt nicht nochmal von vorne anfangen. Ich will das Spiel nur endlich mal weiterspielen. Deswegen muss ich mich erstmal wieder in Ruhe umsehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Aber hier sehe ich doch eine Markierung. Wen haben wir denn da? Der beste Ort auf der Station, um Upgrades zu kaufen. Willkommen zurück, Erdenclan. Brauchen Sie Vorräte für Ihre Rückkehr in die Kolonien? Was gibt's noch? Was können Sie mir über Noveria erzählen? Das Gesellschaftskapital der Attikanischen Traverse. Sehr kalt. Sehr verschneit. Ich habe dort nicht sehr viele Kunden.
Die haben ihre eigenen Lieferanten. Ich muss jetzt weiter. Ja, was soll ich dir sagen? Über meinen Charakter kann Wie ich dir auch nicht wollen, das... Wie Sie wollen, Erdenclan. Über meinen Schönen Charakter Tag noch. Kann ich dir auch nicht das Geringste sagen. Ich habe alles vergessen, deswegen... Das muss ich erst selbst wieder herausfinden, wer mein Charakter ist. Ich habe einfach keine Ahnung. Ist das nicht eine Markierung? Ich weiß auch nicht. Also das ist ein Schnellreisepunkt, das weiß ich. Aber was ist das? Oder muss ich einen der anderen Charaktere ansprechen? Nee, ne? Vielleicht doch nochmal... Willkommen zurück, Erdenplan. Brauchen Sie Vorräte für Ihre Rückkehr in die Kolonien? Ich möchte mehr über Pharos wissen. Es ist eine alte proteanische Welt. Deren Gebäude sind immer noch dort zu finden. Die Menschen waren nicht die Ersten, die dort siedelten. Aber bisher die Letzten. Mir wurde gerade klar, dass mein Kontaktmann dort sich länger nicht gemeldet hat. Naja. Es wird ihm bestimmt gut gehen. Ich muss jetzt weiter. Wie Sie wollen, Erdenclan. Schönen Tag noch. So. Codex. Außerirdische, ausgelöschte Völker. Ja, das weiß ich noch nicht. Dafür kenne ich das Spiel zu wenig. Die Zitat... Hier. Das ist meine persönliche Geschichte. Ich wurde auf der Erde geboren, habe meine Eltern aber nie kennengelernt. Als Straßenkind war ich gezwungen, mich auf meinen Verstand und Mut zu verlassen, um in der verborgenen Unterwelt eines Großstadt-Molochs der menschlichen Heimatwelt zu überleben. In der Hoffnung auf ein besseres Leben schloss ich mich dem Allianz-Militär an, sobald ich volljährig war. Ich meldete mich freiwillig für eine Expedition nach Akuse, einer üppigen Welt am Rande der Allianz, zu der plötzlich der Kontakt abgebrochen war. Als meine Patrouille auf der Oberfläche angekommen war, fand ich die Siedlung intakt vor, allerdings gab es keine Überlebenden. Bei Nachteinbruch schlugen die Dreschenschlunde zu, hirnlose Abscheulichkeiten aus Zähnen und Tentakeln, die aus den Tiefen der Erde hervorbrachen. Das beständige Lärm der Waffen konnte nicht die Schreie der Soldaten ersticken, die hinabgezogen wurden und die ein grausamer Tod erwartete. 50 Marines starben auf Akkusee. Ich war der Einzige, der es lebendig zurück zur Landzone geschafft hat. Ein Monument auf dem Planeten gedenkt dem Massaker, eine bedrückende Erinnerung an den hohen Preis, den die Menschen manchmal zahlen, den die Menschheit manchmal zahlen muss. Während sie sich auf immer mehr Sternen ausbreitet. So, was gibt's noch? Ja, ich denke, das war's. Ja. Ah, ja, hallo Elodia. Ja, ich wollte Mass Effect streamen über die PS3 und das mache ich mit meiner Elgato und das ist so ein bisschen kompliziert und ich musste da erst alles einstellen, weil die Elgato kann sich direkt mit dem Twitch-Account verbinden und dadurch ändert sie dann den Namen des Streams. Deswegen ist das so. Ich wollte Mass Effect jetzt mal weiterspielen. Ja, genau, Nightflyer. Ich habe den Standard-Shepard. Ich wusste einfach nicht, welchen ich sonst nehmen sollte. Ich hatte irgendwie da keine Idee. Deswegen... Naja, wie gesagt, ich muss mich erstmal ein bisschen umsehen. Ich habe keine Ahnung, wo meine nächste Mission liegt. Deswegen wandern wir mal ein bisschen auf der Citadel umher. Hier ist noch irgendwas markiert. Aber ich glaube, das sind nur Händler, oder? Oder ist das vielleicht eine Mission? Ja, ich weiß. Lass mal. Mein einer Kumpel, der redet schon seit Jahren auf mich ein. Aber ich bin halt ein Idiot, der Spiele immer anfängt und nicht beendet. Hallo! Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Okay, das Grüne scheint dann wirklich nur Händler zu sein. Wie gesagt, ich muss mir das alles wieder ins Gedächtnis rufen, was ist. Ich habe das einfach völlig vergessen. Dementsprechend bitte ich um Nachsicht. Naja, hieran erinnere ich mich noch.
Hier hat eine Schießerei stattgefunden. Genau, Ilodia, lol. Das bin halt ich. Live und in Farbe. So, hier könnten wir uns eine richtig tolle Show ansehen, aber nee. Das habe ich schon oft genug gemacht. Also gehen wir weiter. So, ich kann mich erinnern, hier war ich auch schon mal. Hier war irgendeine Mission, aber die ist jetzt auch erstmal erledigt. Egal. Ein Rollenspiel dauert ja eh ziemlich lang, also macht das überhaupt nichts, dass ich mich erst wieder zurechtfinden muss. Das wird alles schon wieder kommen im Laufe der Zeit. Okay, ja, das ist gut. Ich bin mir halt noch nicht so sicher, wenn es jetzt darum geht, in 1080p und 60 Frames zu streamen. Das schafft mein PC nicht, deswegen glaube ich, das würde nicht funktionieren. Aber ich meine, ich kann es mal versuchen irgendwann. Aber 720p und so, das ist wahrscheinlich deutlich besser, wenn ich das über die Elgato mache in Zukunft. Also ich muss mal sehen, wie ich das in Zukunft angehe. Es ist halt generell einfach sehr einfach, ne, wenn man das über die PS4 macht. Deswegen war ich da mal in Versuchung, das so zu lösen. So. Für Steuerung? Oh. Achso, das war nur die da hinten, glaube ich, oder? Ja, sonst sehe ich nichts. Ja, bei dem Spiel sowieso. Das läuft ja nur in 30 Frames. Und das noch nicht mal besonders flüssig. Das ist ja, glaube ich, ein eher liebloser PS3-Port, würde ich mal sagen. Also ich glaube, da wäre mehr möglich gewesen, wenn sie sich Mühe gegeben hätten. Ja gut, ich gehe weiter. Vielleicht sollte ich einfach mal die Schnellreise nutzen. Ich weiß ja nicht, ob das da ob markiert ist. Präsidium. Ich werde mal zum Zitadellturm gehen. Von da aus sehe ich mich weiter um. Ja, das kann ich mir denken, dass der Port genauso schlecht ist. Zurück in den Chat. Ah, hier sehe ich doch endlich mal etwas Nützliches. Ich weiß jetzt nicht, welche Mission das ist. Na los. Odina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen. Ich erkenne die andere Stimme, die mit Saren spricht. Matriarchin Benesia. Wer ist sie? Matriarchinnen sind mächtige Asari, die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben.
Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Matriarchin Benesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger. Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Geth-Speicherkern herausfiltern konnten. Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse, die die Proteaner ausrottete. Und dann sind sie verschwunden. Die Geth glauben, Reaper sind Götter. Und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Wissen wir überhaupt, was diese Röhre ist? Ich danke fürs Einschalten, Elodia. Guten Hunger und schönen Abend dir. Saren glaubt, sie kann die Reaper zurückbringen. Das ist schlimm genug. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Wären sie echt, hätten wir irgendwas gefunden. Ich habe versucht, Sie vor Saren zu warnen, und Sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist anders. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Wir sind uns alle einig, dass er die Geth benutzt, um nach der Röhre zu suchen, aber wir wissen nicht, warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander. Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken. Eine Legende, die er dafür benutzt, die Geth gefügig zu machen. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Das reicht nicht. Sie wissen, dass es sich irgendwo in der Traverse versteckt hält. Schicken Sie Ihre Flotte rein. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Eine Zitadellflotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Geth davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen. Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen, nur wegen ein paar Dutzend menschlicher Kolonien. Ich kann Saren erledigen. Der Commander hat recht. Es gibt einen Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Nein, es ist zu früh. Die Menschheit ist noch nicht für die Verantwortung bereit, die das Beitreten bei den Spectre mit sich bringt. Ich trat Saren auf Eden Prime gegenüber und entlarvte ihn als Verräter. Ich habe mich bewiesen. Commander Shepard, vortreten. Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt. Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die, die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens. Spectre tragen eine große Bürde. Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in ihren Händen. Sie sind der erste menschliche Spectre-Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Was ist meine erste Mission? Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen,
um ihn festzunehmen oder zu töten. Eine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Wir werden alle relevanten Daten an Botschafter Udina weiterleiten. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Sie sollten jetzt zur Citadel-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Pling. Ich dachte, der Botschafter wäre etwas dankbarer. Er hat Ihnen noch nicht einmal gedankt. Solange ich Sarah nicht finde, habe ich gar nichts geschafft. Los! Bin direkt hinter Ihnen, Shepard. Sehr schön. So, Ja, hi Okami-kun nochmal. Danke fürs Einschalten. Und ja, die deutsche Synchro ist echt nicht so gut. Ich muss übrigens mal ein bisschen, was in den Einstellungen ändern. Ich habe das Gefühl, der restliche Sound kommt nicht so gut rüber, finde ich. Ich werde mal ein bisschen runterstellen auf 80%. Mal sehen, wie das ist. Vor 300 Jahren vertrieben die Geth mein Volk ins Exil. Wir baten den Rat, diese Androiden auszulöschen, aber er ignorierte unsere Bitten. Vielleicht wären wir jetzt nicht hier, wenn sie auf uns gehört hätten. Ja, und wie gesagt, At Night Flyer, ich werde auf jeden Fall mich bemühen, sämtliche Missionen hier auf der Citadel zu erledigen, bevor ich weiterziehe. Das hat mir mein Kumpel Okami-kun auch schon geraten, dass ich erstmal alles erledigen sollte. Da muss ich nur mal sehen, wo die restlichen drei Missionen noch sind, die ich hier habe. Und vielleicht gibt es ja auch noch mehr, die ich nicht entdeckt habe. Ich habe keine Ahnung, ich muss mich immer in Ruhe umsehen. Hoffentlich geht es ihm gut. Die Quarianer haben die gesamte Galaxis in Gefahr gebracht, als sie die Geth entkommen ließen. Ich hoffe, dass ihr Volk entsprechend reuevoll ist, Tali. Sind die Turianer reuevoll, weil sie den sterilisierenden Genophage gegen die Kroganer inszeniert haben? Sie gehen davon aus, dass es ein Fehler war, sie zu sterilisieren. Ich weiß nicht, ich finde die Stimme immer noch viel zu laut. Ich stelle runter auf 60%. Hi Rebecca, welcome to my stream. So, versuchen wir es noch einmal. Wie sieht's aus? Mein erster Posten beim Sicherheitsdienst war hier auf dem Präsidium. Größtenteils um das Präsenz ich schon besser. Zu zeigen. Ah, hier oben gibt es Moment, nicht viel Kriminalität. Das ist keine Mission, das ist nur Avina. Ah, verdammt.